Und damit herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. Ja, ihr fragt euch sicher, warum hier auf einmal Jim Morrison mit Bart vor euch sitzt. Ja, es war ein kleines Experiment. Ich habe ein paar Locken mir mal angetan und ausprobiert, wie es aussieht. Ja, keine Ahnung, ob das was Durchgängiges wird. Ist ja auch ein bisschen Arbeit. Aber ja, das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Wir starten jetzt lieber direkt wieder rein in unser Spiel. Und schauen mal, wie diese Story um Frank Stone und den ganzen anderen Charakteren, die wir spielen, weitergeht. Test. Okay, ich hab Mikrofon. Ich sollte das vielleicht mal vor der Aufnahme testen. Aber ja. Verehrte Gäste, ich präsentiere das Stadion. Da ist es. Seht ihr den Bach da unten? Wenn wir dem folgen, kommen wir zum geheimen Eingang. Ich sehe ihn nicht. Ist ja auch geheim. Wir müssen das nicht tun. Doch, müssen wir. Bereit? Achtung, Stolperfalle. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Hier lang. Jetzt müssen wir uns zum geheimen Eingang begeben. Mit Chris. Das Mädchen ist. In dem blau-weißen Anzug, die wir jetzt steuern. Ja, nochmal als Zusammenfassung. Wir befinden uns ja in verschiedenen Geschichten. Ganz am Anfang als Prolog haben wir einen Polizisten gespielt, der auf Frank Stone gestoßen ist und diesen auch überwältigen konnte. Und, ja, danach haben wir uns in das Leben von einer Kameraangestellten, um genau zu sein, von ihr hier reinbegeben, aber in ihrer älteren Version, also in der Gegenwart, die zusammen mit zwei anderen Leuten dazu aufgefordert worden ist, den Film, den sie hier gerade drehen, in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ja, so ein paar letzte Exemplare zu verkaufen. Und darum dreht sich dann auch ein Geheimnis, wo wir natürlich noch nicht ganz so weit sind. Aber ja, wir befinden uns jetzt erstmal in der Vergangenheit und schauen, was überhaupt in diesem Film passiert ist. Was ist, warum dieser so interessant ist und warum es sich so ein Mysterium um ihn dreht. Und dafür begeben wir uns jetzt ins Stahlwerk. Okay, von hier aus gibt's zwei Wege in den Gully. Einmal leicht, einmal schwer? Sie sind beide eher mittelschwer. Dann zeig uns erstmal mittelschwer 1. Tja, mittelschwer 1 führt über das Tor da drüben. Von da aus kommt man geradewegs rein. Aber da kommen wir der Route meines Dads ziemlich nah. Und mittelschwer 2? Mittelschwer 2 wäre die andere Seite zu nehmen, wo wir mehr Abstand zu meinem Dad haben. Aber das dauert auch etwas länger. Sind beide echt ziemlich mittel? Mittelmäßig. Also, wo lang? Stehen wir denn unter Zeitdruck? Und was heißt etwas länger? Also ich glaube, da wir ja eigentlich... Ich gehe mal nicht davon aus, dass dieser Umweg jetzt Stunden benötigt. Das ist wahrscheinlich eher so ein Unterschied zwischen 10 und 15 Minuten. Das heißt, ich würde eher den längeren Weg nehmen und dadurch das Risiko minimieren, dass wir entdeckt werden. Halt lieber Abstand zu Gesetzeshütern. Sorry. Hey, ich will auch keine Probleme kriegen. Dann geht's jetzt los? Ja. Dein Dad kontrolliert das Stahlwerk echt jede Nacht? Solange ich denken kann. Früher fand ich das seltsam, aber... Es ist einfach sein Ding. In meiner Kindheit war ein Gespräch sofort beendet, wenn jemand meinen Dad Held von Cedar Hills nannte. Er wollte doch auch kein Interview geben für die Reportage zum 10. Jahrestag. Eine coole Schlagzeile. Wie war der Titel? Der Mann, der Stone bluten ließ. Verdammt! Wäre das nicht ein guter Titel für den anderen Film? Anderer Film?
Wir haben der Fantasie freien Lauf gelassen. Rumgesponnen. Cool. Vielleicht sollten wir lieber erst einen Film fertig machen. Ja, das auf jeden Fall. Weiß natürlich nicht, dass man sich Ideen nicht vorbehalten darf, aber ja, erstmal auf die Sache, die vor einem liegt, konzentrieren und Energie da reinstecken. Aber ja, ist irgendwie komisch. Warum will der Vater denn nicht darüber reden? Weil er so ins schlechte Licht gerückt wäre, dann wird? Weil viele sagen ja, dass, oder beziehungsweise weil sich der Sheriff da ja eingemischt hat, dass der eigentlich der wahre Held ist. Was ja nicht stimmt. Aber gerade deswegen, das wäre doch cool, wenn man einen Film über ihn dreht, also über den Vater von dem Jungen, um, sag ich mal, die wahre Geschichte zu erzählen. Und das wäre doch eigentlich auch ganz cool für den Vater. Oh, balancieren müssen wir. Nicht runterfallen. Auch nicht zur anderen Seite, bitte. Ein, aus. Du schaffst das schon. Wir haben gutes Gleichgewicht. Und jetzt schmeiß ihn runter. Schmeiß ihn einen Stein an den Kopf. Schnell. Nimm dieses Fass oder den Mülleimer und schmeiß es ihm entgegen. Ich? Okay, dann halt nicht. Ich habe einen Sinn für Loot. Ich sehe Loot. Ich brauche Loot. Auf dem anderen Weg dann wohl auch Loot? Oder hätten wir das hier verpasst? Oh, wir müssen weiter klettern. Nicht das Loot verpassen. Balancieren. Ihr braucht nicht alle mitkommen. Ich kann das auch alleine. Ein weiteres Opfer von Frank Stone. Weil du auf einem Brett... Ja, ich wollte gerade sagen. Weil du auf einem Brett zusammenbrichst. Nicht, dass dich das umbringt. Nur mit sehr viel Unglück. Schmuckstück gefunden. 5 von 12. Mittelfinger eines Tätowierten. Woran... Achso. Ich meine, es könnte auch eine Narbe sein. Muss kein Tattoo sein. Es könnte auch eine Schweißnaht sein. Aber die wäre sehr komisch, so mitten oben drauf, wo man als erstes hinguckt. Wäre keine gute Arbeit gewesen. Ich finde das ganz cool, dass die das Loot, sag ich mal, nicht so völlig außen vor lassen. Also so Secret Loot, sondern wir kriegen immer einen Hinweis darauf, dass es sich in der Nähe befindet. Weil das ist ja hier kein Spiel, wo man großartig erkunden geht. Es ist ja mehr etwas... worauf man sich auf die Story konzentrieren möchte. Easter Eggs und so sind auch immer cool. Aber Story-Based darf nicht zu viel... Also nicht so ein Story-Based darf nicht zu viel Erkundung erfordern. Dafür ist das auch zu clanky. Aber das macht das Spiel bisher auch ganz gut. Bist du denn sicher, dass wir hier sicher sind? Ich meine nicht, dass wir in irgendeinen Lüftungsschacht voll wirbelnder Ventilatoren fallen. Ich glaube, das ist alles aus. Aber zumindest könntest du sehen, wie sie dich in Stücke häckseln. Nice. Es gibt auch eine gute Szene für den Film. Eine für jeden? Ja. Was ist da drin? Naja, absolut vorbereitet. Mein Notizbuch, Stifte, ein paar Müsli-Riegel, 3 Regenmäntel, Erste-Hilfe-Set, Flaschen. So jemanden braucht jede Gruppe. Campinggeschirr und Besteck. Du weißt schon, dass das nicht der Appalachian Trail ist. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ja. Es ist immer gut, etwas zu haben und es nicht zu brauchen, als etwas zu brauchen und es nicht zu haben. Da einen Weg ins Stahlwerk. Ja, also so durch die Kanalisation zu schleichen. Fast da. Hat dein Dad nie was von dieser Nacht erzählt? Nacht? Die Nacht, als er hier war? Mit Frank Stone? This way, fellow traveler. Also wir waren nicht die Ersten hier. Einmal. Ich war noch klein und eher ziemlich betrunken. Auch wenn er sich nicht daran erinnert. Loot. Ich wüsste gern, was... Wir haben eins verpasst. Das könnte aber auch auf dem anderen Weg liegen.
wir hier durch? Was finden wir denn hier? Secret Tunnel. Einen weiteren Mörder. Der Geist. Der Geist, der im Nebel sein Unwesen treibt. Ich würde mal sagen, Frank Stone. Der hatte ganz viele Kuscheltiere, mit denen er abends eingeschlafen ist. Das können natürlich keine herkömmlichen Kuscheltiere gewesen sein, weil was wäre er denn dann für ein Mörder? Nein, es müssen gruselige Monster sein. Sollen wir da durchklettern? Nee, er ist weiter nach vorne gegangen. Okay, also sind die Seitengänge optional. Tür! Wo könnte diese nur hinführen? Sie ist nicht verschlossen. Damit habe ich irgendwie gerechnet. Dann wäre dieser Gang auch ziemlich unsinnig. Jetzt bin ich verwirrt. Gibt es mehrere Wege? Von Lindas neuer Szene. Aber wenn ich die Regiekarte spiele, wird sie wahrscheinlich nie mehr mit mir sprechen. Ah, komm, man kann mehrere Szenen drehen. Das ist genau das gleiche Prinzip. Besser was haben, was man nicht braucht, als etwas zu brauchen, was man nicht hat. Ein alter Schlüssel. Okay. Gegenstand hinzugefügt. Ich sollte zu Robert zurück. Nein, ich will gucken, was hier drin ist. Doch, die Tür war fest verschlossen. Okay. Und dann gehen wir doch mal zurück. Schauen, was dieser Schlüssel so aufschließt. Hey, ich habe einen Schlüssel gefunden, der wahrscheinlich so verrostet ist, dass er eh nicht mehr funktioniert. Aber egal, wir haben ihn. Wer auch immer ihn da liegen gelassen hat, ich bin dir sehr dankbar. Also, ich wollte sagen, naja, noch nicht, aber werde ich wahrscheinlich sein. Erinnert. Ich wüsste gern, was er durchgemacht hat. Keep going. Das verstehe ich. Er sprach nicht wie mit einem kleinen Kind. Oder wie mein Dad. Ich konnte ihn sehen, wie er wirklich ist. Er zeigte mir seine Narben. In der Nacht hat er seine Schulter geschrottet. Echt übel. Hat sich immer noch nicht ganz erholt. Wird er wohl auch nie. Ja, wie kann man sowas auch verarbeiten, sag ich mal. Verdammt. Ich wusste nicht, dass es so krass war. Er sagte, er stand Frank Stone Auge in Auge gegenüber. Genau hier im Stahlwerk. Im Ofenraum genau genommen. Er hat ihn aufgehängt. Oh, wow. Also Frank Stone, den Vater. Was hat er noch erzählt? Nur, dass er Dinge sah, die kein Mensch je sehen sollte. Oder wissen. Was bedeutet das? Immer wenn ich es ansprach, bekam er diesen Gesichtsausdruck. Und ich will ihn einfach nicht so sehen. Traumatische Ereignisse. Ja. Ist sie auch, aber... Darf man ja nicht so sagen, ne? Nein. Nein. Diese Tür ist... Aber ich bin froh, dass du so ein gutes Verhältnis zu deinem Dad hast. Ich auch. Diese Tür hatte nicht mal eine Handle. Haben wir hier irgendwas... Also, ich fände es komisch, wenn die hier einfach Durchgänge aufgrund von Durchgängen hinzufügen. Dann wäre es doch eher ein Fenster, durch das man durchguckt und nicht etwas, wo man hindurch wandert. Oder ist es zum Verstecken für später? Aber hier ist... Jittermaßen nichts. Dieses gelbe Ding. Es kann auch sein, dass wir uns vielleicht später hier verstecken müssen oder sowas, aber gerade, wenn diese Tür hat halt keine Klinke. Könnte man trotzdem versuchen aufzudrücken. Problem ist nur, wenn sie zu uns hin aufgeht. Dann kann man da nicht viel erreichen. Noch eine Tür. Die hat eine Klinke. Die wollen wir aber anscheinend nicht betätigen. Ja, ne? Ein langer Gang. Ich glaube, hier standen wir gerade. Auf der anderen Seite. Es steht da nearly there. Warum? Also... Haben wir eigentlich zu diesen Sprüchen nichts zu sagen? Das ist doch irgendwie verdächtig. So eine malerische Route. Was hast du nach dem Abschluss so vor? Weiß ich noch nicht so recht. Im Gegensatz zu dir. Wieso gehst du davon aus?
Ist es offensichtlich? Ja, also ich meine, hobbytechnisch, ne? Ich meine, es sei denn, man sagt dann so, nee, nachdem okay. ich den Film gedreht habe, also, bin ich fertig damit. Ist es aber so wirkt sie nicht. Der Film? Deine Arbeit als Regisseurin? Und du? Willst du Polizist werden wie dein Vater? Niemals. Ich stehe auch auf Filme. Deshalb wollte ich... Ich finde das cool, dass die unterbrechen, wenn man zu sehr an die Seite geht, aber... Okay. Also... Niemals. Genauso. Ich stehe auch auf Filme. Deshalb wollte ich euch helfen. Vor allem Horrorstreifen. Oh. Ich dachte, du magst einfach nur verfluchte Stahlwerke. Du glaubst wirklich, es ist verflucht? Du nicht? Hör schon auf. Warum ist hier auf einmal so viel Option? Ich glaube, das ist es. Oben. Ah, da geht's weiter. Ja, aber ich bin hier noch nicht fertig mit Erkunden. Hätte er uns in irgendeine Sackgasse geführt? Weil er ist einen anderen Weg gegangen. Nee, warte mal. Habe ich mich verlaufen? Sind wir, von da sind wir gekommen. Okay. So, und ich wollte jetzt hier runter. So, dann habe ich hier die Taschenlampe gefunden. Ja, so, und hier geht's weiter. Oder eben auch nicht, aber... Ich glaube, wir kommen an dem Ort, wo, ja, wir mit seinem Vater auch waren, als wir ihn gespielt haben, weil hier... Das, ich gehe mal davon aus, dass es seine Taschenlampe, die er hier fallen gelassen hat. I don't know. Wir werden sehen. Okay, Leiter hoch. Ja, müsste jeder nicht... Ja gut, ich weiß nicht, ob er seinen Hut wieder eingesammelt hat. Das wäre auch cool, wenn man den hätte finden können. Wir werden es ja jetzt sehen, wo die rauskommen. Ob das da ist, wo der Vater auch reingeklettert ist. Nee, nicht ganz. Sieht anders aus. Das andere war ja an so einer Wand. Also direkt an der Wand. Oh, Gott sei Dank. Ja! Robert, du bist ein Genie. Gute Idee. Mit dem Gully. Danke, Robert. Los, Leute! Es reicht mit dem Rumgestehe und Gequatsche. Noch eine Szene und wir sind fertig. Alles zugewuchert. Das sind aber Wurzeln, als würde das viel länger leer stehen als... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind es irgendwie 30 Jahre oder so. Wurzeln sind riesig. Ich erkenne ein Gesicht. Und Cut. Was sagst du dazu? Für mich passt das. Ihr wisst, was das heißt, oder? Und das war der Drehschluss für Mördermill. Saubere Arbeit. Rein noch lauter. Ja, damit... Irgendwer uns auf jeden Fall hört. Oh, wir spielen Linda. Wir brauchen noch eine Szene. Ja, beharrlich. Wir sollten zu uns stehen. Wir sollten Selbstvertrauen zeigen. Wir sind überzeugt davon, dass wir das auch können. Uns noch, bevor der Dreh offiziell fertig ist. Was ist denn die letzte Szene? Ja, also, Linda wollte eine Szene drehen, die unsere Geschichte mit mehr Leben füllt. Etwas mehr Leben also? Ja, damit kann ich arbeiten. Aber ihr spielt Bruder und Schwester. Bitte. Bei unserer Chemie? Glaubt uns eh keiner. Wo sollen wir denn die neue Szene drehen? Ich hab da tatsächlich schon eine Stelle im Kopf. Oh ja. Doch der Ofenraum, oder? Was meint ihr? Ich sage, wir tun's. Klingt gut. Ab in den Ofenraum, ins verfluchte Gebäude. Was könnte schon schief gehen? Ich meine, das wissen wir nicht, aber... Jo. Kommst du? Ja. Bin gleich da. Mysterious. Habt ihr was gesehen? Nein.
Da war nichts. Sicher? Er wirkt etwas verstört. Was ist los? Nichts. Nichts. Genau. Dass der Hund ist? Nur, dass Jaime einen Geist gesehen hat. Okay, ich bin nicht fünf. Ich glaube nicht an Geister. Jetzt schon. Ah, runter von mir! Runter! Ah, 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 runter! Erwischt. Nicht cool, Bonnie! Finde ich schon. Nicht cool! Was machst du denn hier? Ich gehöre zur Crew. Wir brauchen keine Hilfe. Dann hänge ich hier ab und stehe euch nicht im Weg. Geschlossenes Set. Wohl nicht. Meine Güte, die stellt sich an. Lass sie doch dabei sein. Ich glaube wirklich, du solltest jetzt besser Dad zu Hause helfen. Du hast doch eine Menge zu tun, weißt du, und... Und nur dafür bin ich gut? Nein, ich meine... Linda? Entspannt, von mir aus kann sie dabei sein. Ja, warum nicht? Was soll's? Sie kann ruhig mitkommen. Okay, cool. Ich bin absolut unsichtbar. Also ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Obwohl, streicht das. Verhaltet euch, als wäre ich da, aber unsichtbar. Also ihr wisst, dass ich da bin und ihr macht keine komischen Sachen. Das wäre echt eklig. Okay, bitte. Bitte nicht. Okay, gut. Stehen wir hier bloß rum oder drehen wir einen Film? Zeit ist Geld, oder? Pass einfach auf, dass du nicht störst. Wir haben noch eine Menge zu tun und ich mag keine Ablenkungen an meinem Set. Du bist selber eine Ablenkung an deinem Set. Binde die Tür zum Ofenraum. Kriegen wir wieder Loot? Loot, ich wusste es. Ist das so weit weg? Wie kommen wir da hin? Bonnie, hilf mir. Ich spüre Loot. Es ist so weit entfernt. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir nehmen den einzigen Weg, den wir gerade gehen können, anscheinend. Open Salami. Es sind sehr viele Sachen, die uns umbringen könnten. Alles okay? Nein, ja. Nur... Das sind die beiden genau Optionen. Genau dieser Stelle stand mein Dad mit Frank Stone. Ich hatte immer ein Bild davon im Kopf. Aber jetzt, wo ich es mit eigenen Augen sehe, ist es irgendwie... anders. Ja, der Ofen brennt ja auch nicht wie aus den Feuern der Hölle. Gut. Ich spüre es doch. Was ist da vorne? Ist das noch anderes Loot? Das habe ich auch schon mit dem Vater gesehen. Wie komme ich da rüber? Leute, da ist Loot. Geht nicht weg. Wir brauchen den Loot. Send help for Loot. Kannst du hier rüber balancieren? Oder so? Oder hier runterklettern und da wieder hoch? Mann! Anschalten. Anschalten. Es hat keinen Strom. Rede mit Chris. Okay, Chris. Ich komme. Chris. Ich rede mit dir. Was willst du? Kann ich auch mit anderen Leuten reden? Scheinbar gerade nicht. Sonst irgendwas Interessantes? Ich meine, wir gucken uns erstmal um. Da ist wieder unsere Kiste. Die ich jetzt mal nicht aufmache, weil ich dann nur wieder enttäuscht bin. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Irgendetwas von Bedeutung. Können wir hier durch? Antwort ist ja. Frage ist warum. Aufheben. Mach mal das Licht aus. Ich sehe kaum was. Das ist eine Kurbel. Letztes Mal mitgenommen. Man weiß ja nie, wann man eine Kurbel benötigt. Wir haben zwar noch keinen Auftrag, eine Kurbel zu benötigen für irgendetwas, aber Linda denkt sich, man braucht immer eine Kurbel in solchen Szenarien. Also wenn ihr jemals in einem verlassenen Fabrikgelände seid, illegal, dann hebt auf jeden Fall jedes Kurbelstück auf.
Ja gut, viel mehr ist hier, glaube ich, nicht. Dann rede mit mir. Wir machen Folgendes. Jaime, Chris, ihr startet hier. Robert und ich folgen euch. Bonnie, du bleibst im Hintergrund. Mach bitte keinen Lärm, während wir drehen. Geht klar, Boss. Okay. Alle bereit für die Aufnahme? Licht bereit. Ton läuft. Jaime? Chris? Bereit. Und Action. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Das ist deine letzte Chance. Ja, eine Sache habe ich wirklich. Tu das nicht. Ich muss aber. Nein, gar nicht. Du weißt, das ist nicht wahr. Nun, vielleicht wäre es leichter mit jemand anderem. Wen gibt's denn sonst? Das ist nicht fair. Das hat niemand gesagt. Ich habe schon Mom und Dad verloren, jetzt nicht auch noch dich. Wer ist denn jetzt unfair? Ich bin aber nicht egoistisch. Egoistisch? Ich tue das für dich. Ich tue es für unsere Eltern. Wenn ich das schaffe, könnte ich Mom und Dad vielleicht noch retten. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Toyota. Es scheint hier nicht zu stimmen. Vertraust du mir? Ich... Vertraust du mir? Ja, natürlich. Du weißt, ich muss es. Das ist ein bisschen zu nah. Ich weiß, sie will Emotionen einfangen, aber das ist zu nah. Und cut. Linda, das war krass. Total, genau das hat uns noch gefehlt. Wie war das Licht? Es war super, danke. Habt ihr dieses komische Ächzen ganz am Schluss gehört? Nein, aber keine Sorge, wir überarbeiten den Ton später noch. Wie war ich? Es geht aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, zustimmt, warum nicht? Gute Laune verbreiten. Jaime, das war perfekt. Meinst du echt? Das war alles, was wir für die Szene brauchten. Alles okay? Ja, irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Okay. Wahrscheinlich brechen gleich Rohre zusammen. Ich weiß nicht. War ziemlich auf den Punkt. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ich laufe auch nicht rum und mach euch Spinner nach. Also mich machst du andauernd nach. Mich auch. Und mich seit neuestem auch. Welch eine Ehre. Leute, das hat Spaß gemacht. War das wirklich okay? Ja, fast besser als manche Filme in New York. In einem ging es echt 5 Stunden um den schlafenden Kerl. Wow. Ehrlich. Ich blick gerade an, welchen Film sie denkt. Inception? Den gab's zu der Zeit noch nicht. Aber, mal ganz ehrlich. Aber das wird passen. Dachtest du echt, ich merke nicht, was du da tust? Was tue ich denn? Du spielst nur deine eigene sinnlose Interpretation des echten Lebens. Ich verstehe nicht. Oh, bei sowas muss man aber auch aufpassen. Schwester und deiner Eltern zu opfern, kommt mir bekannt vor. Erinnert mich irgendwie an jemanden, den wir kennen. Aber, wer kann das sein? Das ist nicht fair, Bonnie. Das hat niemand gesagt. Das hier soll Spaß machen. Ich will nicht, dass jemand sich schlecht fühlt. Immerhin bin ich nicht egoistisch. Egoistisch? Jetzt komm mir bitte nicht so. Was? Willst du mir nicht erklären, wie toll es von dir ist, mit deiner Freundin diesen Film zu drehen, während ich mein ganzes Leben umwerfen musste? Für dich und Dad? Ohne dich waren wir besser dran. Das ist auch böse. Ja, ich glaube, wenn wir sie mit rausnehmen, entspannt das die ganze Lage. Also ja, komm doch mit raus. Hey, Bonnie, kannst du kurz mit mir rauskommen? Ich brauche mal deine Hilfe. Ja, klar. Meinetwegen. Vielleicht besser, dass alle so ein bisschen runterkommen, als wenn nur wir uns jetzt verziehen, nur weil uns das gerade nicht so angenehm ist. Sonst eskaliert das da gegebenenfalls noch mehr. Loot? Hat er auch den Loot gesehen? Ich wollte dir nur sagen, wie toll ich es fand, den Film mit dir zu drehen. Ich auch. Ich meine, mit dir, nicht auch mit mir. Du weißt schon.
Natürlich, ich bin die Beste, aber das steht ja außer Frage. Den Moment zelebrieren. Also, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, die Korken knallen zu lassen. Aber der Film ist fertig. Er ist im Kasten. Der Dreh ist fertig, ja, aber wir müssen das Ganze immer noch an den Mann bringen. Okay, klar. Wir sollten diesen Ort erkunden, solange wir können. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn wir noch was filmen könnten, das direkt mit Frank Stone in Verbindung steht. Zum Beispiel etwas, das er zurückgelassen hat. Jetzt will sie noch mehr sehen? Die Leute sicher begeistert. Und gerade hat sie so gefeiert, so rumgeschrien. Ja, wir sind fertig. Es fehlt noch eine Szene. Wenn du meinst. Und jetzt, ja, wir brauchen mehr Szenen. Das ist eine Bierflasche. Zum Breitmachen der Kamera. Alle warten gespannt. Heilige! Was siehst du da? Etwas gruselig. Schwer zu beschreiben. Wie bediene ich die Kamera? Lass uns versuchen, etwas aufzunehmen. Okay. Kann ich ranzoomen oder nur... Es kommt zur Kamera. Ist ja mal was. Oh, Mist. Was ist los? Muss an der Kurbel drehen. Moment. Alles klar. Okay, okay. Ich soll anscheinend einfach nur draufhalten. Was ist das Problem? Was auch immer das war. Es wird im Film richtig super aussehen. Okay. Ich habe dieses Minispiel jetzt nicht so ganz verstanden, aber das macht nichts. Wir haben da irgendwas Interessantes aufgenommen. Ob uns die Tür zur Maschinenhalle führt? Ist noch Lot, Leute. Lot! Schauen wir es uns an. Holt euch das Lot! Lot. Da ist es! Dann kommt es halt noch später. Ich habe es ja schon mit dem Polizisten gesehen und jetzt kriegen wir es immer noch nicht. Es wird wahrscheinlich das letzte Teil sein, was wir brauchen. Die ganze Zeit wird es so vor unserer Nase geschwenkt. Mein Dad würde mich umbringen, wenn er wüsste, wo ich gerade bin. Mir die Gliedmaßen einzeln ausreißen. Ich dachte, der Sheriff bellt nur und beißt nicht. Wo sind wir hergekommen? Oder? Ich will zurück zum Loot. Dann tut er beides. Findest du es nicht schräg, wie besessen er von diesem Ort ist? Stimmt schon. Ich meine, das war schon immer. Seitdem ich denken kann. Mir war gar nicht klar, dass das schräg ist, bis ich alt genug war, um mitzukriegen, dass all seine langen nächtlichen Spaziergänge ins verlassene Stahlwerk führten, wo er einen umgebracht hat. Vielleicht kommt er deshalb an den Ort des Geschehens zurück. Vielleicht Lut? Hilft ihm das ja. Ganz ehrlich? Lut. Ich glaube gar nicht, dass er überhaupt Hilfe will. Was meinst du? Er ist eher wie besessen. Uff, hier können wir ja schon durch. Das wollte ich gar nicht. Moment mal, Leute, das ist es. Was ist es? Das ist die Maschinenhalle. Okay, das bedeutet? Heilige Scheiße, tatsächlich. Mann, Chris, du weißt echt, wie man das coolste Zeug findet. Auf jeden, super Chris. Durch Zufall, indem man einfach durch die Gegend läuft. Glaubst du, wir finden was, das die Polizei übersehen hat? Die sind doch ziemlich gründlich. Nicht immer genug. Sieh doch nur. Der Zug? Ja. Ja, in dem Artikel. Das ist die Notbesetzung. Wir arbeiten alle für drei. Ich bin der Einzige, der noch weiß, wie man manche Maschinen bedient. Das Walzwerk, die Schneiden, das Gütertransportsystem, sagt Frank Stone. Wenn nur noch Frank wusste, wie das Gütertransportsystem funktioniert und das hier immer noch hängt... Wurde es bestimmt nicht durchsucht. Nicht gründlich. Ah, macht Sinn. Ich glaube nicht, dass da Leichen drin sind. Kann aber nicht schaden, nachzusehen, oder? Falls man da überhaupt draufkommt. Ich meine, einen Weg. Los! Einerseits ist die Polizei da ein bisschen unterbesetzt, wenn sie nur einen Sheriff und einen Hilfs-Sheriff haben oder so einen Deputy. Aber einen Weg da hochgeben. Andererseits hätten man das komplette Stahlwerk auf den Kopf stellen müssen nach so einem Mist.
Aber ja, das stimmt schon, die Polizei macht nicht immer gründliche Arbeit. Vor allem nicht, wenn es halt nur zwei Leute sind, aber da hätten ja auch noch andere antanzen müssen. Und für zwei Leute ist das ein bisschen übertrieben. Knopf drücken. Push the button. Das sollte die Tür öffnen, oder? Nicht, wenn kein Strom da ist, was hier offensichtlich der Fall ist. Oder? Fenster. Vielleicht ist da was Nützliches drin. Hau doch einfach die Scheibe ein. Fällt eh nicht auf. Ich meine, wir brauchen nur irgendwas, um die Scheibe einzuhauen. Können wir hier runter? Irgendwas Interessantes hier unten? Ich will nicht, dass du hochgehst. Ich wollte, dass du hier so drunter kletterst. Aber da hast du anscheinend keinen Bock. Wir laufen einfach nur durch diesen Gang hier durch. Hm. Und hier? Abgeschlossen. Ja. Irgendwas bei den Tischen bei oder so? Ich meine, ich glaube nicht irgendwas Nützliches, aber Easter Egg technisch. Dann will ich eigentlich wieder zurück. Da war Loot. Ich will immer zum Loot. Schau dich weiter um. Hier muss es irgendetwas geben. Ja, und was ist mit euch? Ihr könnt euch auch weiter umschauen. Schau doch mal hier hoch. Kannst du hier reinschauen? Also durchgucken? Hier? Was ist das? Ein Schloss. Geschlossen. Aber probier es einfach mal aufzuzwängen. Ich meine, es ist sehr alt. Es ist verrostet. Schlüssel nötig. Hey Chris, du hast doch diesen kleinen Schlüssel. Hm. Wie gesagt, wir können es wahrscheinlich auch versuchen aufzubrechen. Es wird schon so korrigiert sein, dass es einfach aufgehen sollte. Wer hat was gefunden? Robert hat was gefunden. Wo ist Robert? Da hinten bei dem Licht? Hi Robert, was hast du da gefunden? Einen Generator. Okay. Kaputt? Scheint so. Ja. Hat der denn überhaupt Benzin? Oder irgendwas anderes an Fuel? Hey, kann ich dich was fragen, Mann? Klar. Warum habt ihr mich nie wegen eures Films gefragt? Oh, naja, es ist Chris' Film. Sie entscheidet, wer mitmacht. Ja, aber ich meine, ihr wisst, ich bin auch ein großer Horrorfan. Ich hätte euch von Anfang an helfen können. Oh, es ist nicht... das war nicht, Nicht was? Wie er schon sagte, Chris entscheidet. Wir drehen einen Horrorfilm, ja, aber... Naja, es ging darum, dass ich... und meine Freundin und meine beste Freundin was zusammen machen. Nur wir drei. Also, deswegen seine Schwester ja auch nicht dabei war. Bin ich einfach im Weg, ja? Nein. Versteh das doch nicht persönlich. Das ist so, nur weil jemand nicht zu jeder Dings irgendwie eingeladen wird. Es gibt nun mal verschiedene menschliche Verhältnisse zueinander. Nicht jeder ist mit jedem anderen gleich gut befreundet und nicht jeder muss immer überall dabei sein. Manchmal will man auch einfach nur was mit einer gewissen kleineren Gruppe machen. Nimm das nicht persönlich, Junge. Argwöhnisch. Ungeduldig. Ja, ich würde sagen eher ungeduldig, aber dann... Also dieses, ich will ein paar Minuten nur mit Chris, ist dann, ja, warum ist Linda dabei? Aber ich will auch nicht aggressiv sein, also nehme ich lieber das Ungeduldige. Ich habe ja keine andere Wahl. Okay, es ist so. Ich habe die ganze Nacht versucht, ein paar Minuten allein mit Chris zu reden. Und das war nicht einfach. Du bist doch bloß genervt, weil Chris nicht mit dir abhauen und rummachen will. In dem Unterschlupf des Mannes, der mich fast zur Waise gemacht hätte. Das habe ich nicht gesagt. Ich kann nichts dafür, dass sie mehr an die Arbeit denkt als an dich, Mann. Ach, jetzt hör doch auf. Was geht, Party People? Die Tür da drüben braucht Strom, damit sie aufgeht. Läuft der Generator? Nein, der ist leider komplett hinüber. Ich kriege ihn wieder hin. Muss nur ein paar Teile zusammensuchen, dann schnurrt er wieder. Meine Chaime ist ein bisschen eifersüchtig, klar, aber ich finde, der lässt das nicht allzu sehr raushängen. Zumindest nicht, wie wir ihn bisher spielen. Deswegen, Robert kriegt das natürlich mit. Ja, komm.
Also so wie er sich verhält, müsste man meinen, er versucht, die beiden jetzt auseinanderzubringen, um selber da irgendwas zu machen. Den Eindruck habe ich bisher und das ist absolut dreckig. Das Verhalten. Aber bisher hat sich Jaime nicht zur Schule gekommen lassen. Könnte für den Generator passen. Ja, dann steckst du ein. Wir hier unten vielleicht irgendwas? Ist jetzt dieser Gang für irgendwas nützlich? Oder ist es immer noch nur ein Gang? Es scheint immer noch nur ein Gang zu sein. Hey Robert. No hard feelings, okay? Was ist das? Könnte mit dem Generator helfen. What the fuck ist das? Ich muss ein paar Teile finden. Ich hoffe, du kennst dich mit Generatoren aus, weil ich tue es nicht. Dann Bolzen ist ja noch in Ordnung, aber das Ding, ich weiß nicht, was das ist, ob das überhaupt zu einem Generator gehört. Wenn es nur gut geraten ist, dann... So gut wie fertig. Auch, ist schon können, fast repariert. Keine Ahnung, könnten wir auch die Taschenlampe versuchen, da einzubauen. Hat ja auch Strom. Ein paar Batterien einfach in den Generator reinschmeißen, das passt schon. So, dann reparieren wir ihn doch mal. Okay, während du gedrückt hältst, um den Generator zu reparieren, erscheinen Fähigkeitschecks. Drücke Leertaste, wenn der Zeiger über der Erfolgszone ist, also genauso wie die ja, anderen Skillchecks. Reparieren. Das war close. Okay, ich war ein bisschen überfordert. Überfordert damit. Darf ich es nochmal versuchen? Okay, ich darf es nochmal versuchen. Das ist erstmal das Tutorial. Was passiert denn, wenn ich die weiße Zone erwische? Okay, ich darf es nicht nochmal versuchen. Schön gemacht. Ich hätte nicht so viel ausprobieren sollen. Doch, ich kann es noch weiter ausprobieren. Ich will die weiße Zone erwischen. Das sieht irgendwie special aus. Gibt's da Bonus? Ich weiß es nicht. Sieht nicht danach aus, ich soll es nicht so knapp machen. Sehr schön gemacht. Weiter geht's. Checkpoint erreicht. Geht das immer schneller? I don't know. Aber ja, ich glaube, die weiße Zone gibt Boni. Hup. Gut gemacht. Danke. Danke. Braucht schon ein paar Versuche, aber ja. Ist ja auch ein sehr alter Generator und ich bin ja kein Profi. So, wir hätten trotzdem einfach die Scheibe einschlagen können. Aber naja. Open Salami. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Woher weißt du das? Ich meine, wir haben Strom und die Tür offen. Könnte jetzt auch sein, dass der Polizist kommt und hier mal vorbeischaut, einfach aus dem Grund, weil hier auf einmal Licht angeht. Das könnte man von außen mitten in der Nacht eventuell bemerken. Vielleicht gibt's noch einen anderen Eingang. Ist sonst irgendwas? Als ob hier nichts ist. Das Fenster. Ich schwöre, wenn du jetzt das fucking Fenster kaputt haust, ne? Können wir da hoch? Wären wir von da aus ohne den Generator reingekommen? Oder ist es ein anderer Raum? Scheint ein anderer Raum zu sein. Oder sowas. Naja, Fenster. Da ist auch ein Fenster. Das heißt, wenn wir das hier irgendwie aufmachen, das große Tor... Du bist nur gerade nicht wo, du sollst nicht die Treppe runter. Geh bitte wieder hoch. Ja, irgendwo ein anderer Eingang. Ich meine, hier oben ist doch etwas, was ganz offensichtlich, wo man durchklettern kann. Kann ich das Ding darüber schieben? Ja, ich kann das Ding darüber schieben, okay. Schieben! Schieb's doch ganz an die Wand. Danke. Klettern! Wo gehen wir überhaupt hin?
Ich meine, vielleicht ist hier oben auch was Interessantes, aber... Dass das direkt ein Weg in den anderen Raum ist? Naja, man kann halt immer gucken, aber... Ich hätte jetzt nicht vermutet, dass ein Eingang zum anderen Raum auf der komplett anderen Seite des Raums ist. Ich weiß es nicht, dass ich wie ein Waschbär durch die Dachschächte krieche. Warum musst du es auch so uncool darstellen? Sag doch einfach, du bist Batman. Das klingt direkt viel professioneller und cooler. Was haben wir denn hier? Loot! Loot! Ein Dreck. Er stellt überall diese Kästen hin. Können wir die Tür aufmachen? Rein. Was ist das? Noch mehr Schlüssel. Öffnet dieser Schlüssel den Waggon. Ja, nehm ihn doch mal mit. Aber was für einen Schlüssel hat Christa eigentlich eingesteckt? Gefunden? Yep. Da ist ein Etikett drauf. F. Stone. Ach du Scheiße. Okay, meinst das ist du? Cool. Das könnte eine echte Spur von Frank Stone sein. Ich meine, was sollte es sonst sein? Oh Mann. F. Stone. Das ist schon... Ist jetzt nicht so, dass er irgendwie Schmidt heißt und da steht nur Schmidt drauf. Probier selbst dann wäre es schon sehr wahrscheinlich in diesem Unternehmen, aber... Ja. Gegenstand verwenden. Wie gesagt, wir hätten es trotzdem auch einfach aufbrechen können. Es fällt doch sowieso nicht auf, egal was wir hier kaputt machen. Es ist seit Jahren stillgelegt. Ziehen. Hat er schon wieder was gesehen? Wurden wir beobachtet? Sehen wir da irgendwas? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob das so sicher ist, hier reinzugehen. Ich weiß nicht, ob das Ding hier so viel aushält. Oh, wir müssen nach oben. Wait a minute. Dafür haben wir das hier auf... Leute! Man hätte da an den Fässern vorbei und hier hochklettern können. Wofür mussten wir dafür... Egal. Egal! Wir nehmen es einfach mal so hin. Da scheint gerade irgendwas springen. Okay. Ha, warum nicht? Er fliegt einfach rüber, ey. Teleportation. Reden. Muss man ja mal merken, wenn man etwas aufladen muss, geht's immer weiter. Befehlend, ich gehe vor. Zögerlich. Bist du sicher, dass du das machen willst? Ja, unser Typ ist eher zögerlich als befehlend, auch wenn er gerade ein bisschen aufgebracht ist. Aber wie gesagt, no hard feelings. Deswegen, wir stehen da drüber. Und deswegen sind wir wieder zögerlich. Bist du sicher, dass du das machen willst? Ich würde mir keine Sorge machen, dass man da nicht rüberkommt, sondern dass das Ding runterfällt. Der Sprung ist halb so schlimm. Aber das Ding, das kann doch jeden Moment runterkommen. Das hängt da doch nur auf halb acht. What the fuck? Nur weil ich die falsche Taste gedrückt habe? Zum Glück bin ich nicht so schwer vom Begriff wie der hier. Ja. Was? Es gibt einen Grund, warum Jaime im Footballteam nie weit gekommen ist. Ja. Halt's Maul. Coach war ein Arsch. Träum ruhig weiter, Kumpel. Beruhig dich. Schau mal. Wow. Nur weil ich die Maustaste gedrückt habe, nicht die Leertaste. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Quicktime-Event kommt. Alter, regt der sich auf. Ist ja nicht so, als hätte ich ihn geschubst. Nur weil er nicht springen kann. Was zur Hölle? Oh, Scheiße! Verdammt! Ist das ein... Ja. Und das eine Hand. Freunde. Es ist nicht ein, es ist ein Nee. Das ist Wahnsinn. Ist doch geiles Set. Hat sich wohl gelöst, als die Fracht runterkam. Wo sollten wir denn damit... Also... Achso, nee, wir sind gar nicht mehr im Zug. Ich dachte schon. Millwrights Notebook. Notizbuch des Maschinenschlossers. Stahlwerk von Cedar Hills. Maschinenhalle und Reparaturen. Cedar Hills, Oregon.
Log MS-815. Wer sind okay. Die anderen Leute? Die eher ein bisschen aus wie ein Ritualbuch, nur nicht ganz so fancy. Parker D. Nein, will nah ran, jeden Schlag spüren, ihre Schreie hören. Kessler E. Diesmal aber richtig, bessere Kontrolle für den Hals, kleine Schnitte sauber halten, ihre Angst schmecken. Ein Wesen geschaffen, um die Welt zu säubern. Nutze, was du hast. Nein, nicht, was ich nachts sehe. Schrecken verbreiten, schneiden und richten. Alles klar. Halte jetzt meine Hand die ganze Zeit auf der Leertaste, falls nochmal irgendwas passiert. Das wollen wir uns wahrscheinlich noch nicht angucken. Erstmal das hier unten. Polizei hat das anscheinend nie mit Stone in Verbindung gebracht. Was? Polizei geht im Fall Calhern und Freundin von Mord aus. Montag, 17. September 1962. Nachdem mehrere Tage gemutmaßt und spekuliert wurde, gab Sheriff Lloyd gestern Abend bekannt, dass die Polizei im Fall von George Calhern und Joyce Barton, die tot bei Hawkline Point aufgefunden wurden, von einem Doppelmord ausgeht. George Calhern, 28, Sohn des Besitzers einer beliebten Drogerie in Cedar Hills, William Calhern und seine Freundin Joyce Barton starben im Folge eines Autounfalls, bei dem das Fahrzeug in Flammen aufging. Die Polizei hat am vergangenen Wochenende mit Hochdruck an dem Fall gearbeitet und kann nun mit Sicherheit sagen, dass Calhern's Wagen geparkt gewesen ist, bevor er von der Straße abkam. Weshalb sie von Fremdeinwirkung ausgeht. Als Sheriff und die Neuigkeiten bekannt gab, versicherte er den Einwohnern, dass der oder die Täter schon bald identifiziert und gestellt werden würden. William Calhern hat unabhängig von den Ermittlungen des Sheriffs eine Belohnung von 1000 US-Dollar, was damals mega viel war, für jegliche Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme des Verdächtigen führen. Der Schock über die Nachrichten dieser Ermordung sitzt bei allen Bewohnern unserer friedlichen Stadt tief. Vor allem, weil erst im Juli die verwitwete Dorothy Clay getötet worden war. Damals wurde der Täter, Frau Clays Neffe Alvin, bereits nach kurzer Zeit von Sheriff gestellt und festgenommen. Es bleibt zu hoffen, dass sich auch dieser Fall schnell klären und dem Verantwortlichen Gerechtigkeit widerfahren wird. Okay. Was das? Dann gucken wir uns jetzt mal dieses Glas hier an. Wupp, 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 wupp. Ein Kopf! Was ist? Oh! Verdammt. Der ist verdammt gut erhalten. Sie wurde nie gefunden. Wurde nie gefunden. Verdammt gut erhalten. Ich glaube, die Polizei hat das hier nie gefunden. Woher weißt du das? Sie hätten den ganzen Kram nicht einfach hier gelassen. Tut mir leid, Mann. Ich muss jetzt echt meinen Dad holen. Was? Das ist echt ernste und heftige Scheiße, Mann. Du kannst jetzt ja den Sheriff nicht holen. Ich mein's ernst, wir sollten hier echt nicht mehr sein. Robert! Lass mich, Mann! Warte! Worauf denn? Chris, ich weiß, wie wichtig euer Film ist. Aber das alles hier ist jetzt Teil eines echten Mordfalls. Ist doch ewig her. Aber es gibt keine Verjährungsfrist für Mord. Und das bedeutet, wir verfälschen gerade Beweismaterial. Willst du das wirklich? Aber der Film... Hat sich erledigt. Ich dachte, du wolltest... Robert hat recht. Ja, hat er. Er sollte zum Sheriff. Wir haben, was wir brauchen. Aber... Geh. Nur rührt hier bitte nichts mehr an, okay? Meine Güte, ey. Jetzt stellt sich Reime irgendwie ein bisschen merkwürdig an. Wir sollten von hier verschwinden. Ziel, hör auf, dich umzusehen und geh. Okay. Mein Ziel ist es, etwas nicht zu tun. Aber ja, ich habe mich ja sowieso schon umgesehen. Vielleicht sollten wir draußen warten, bis Robert zurückkommt. Das
Kannst du doch nicht bewegen, what the fuck? Schockiert, ja. Ach, vor allem nach ihrer Ansprache gerade bin ich jetzt schockiert. Hey, scheiße, das kannst du doch nicht bewegen. Yo, entspann dich. Ich leg's zurück, bevor der Sheriff hier ist. Ich will nur ganz schnell eine Aufnahme machen. Klar, ja. Du verpasst aber auch echt keine Chance, Frank Stones Opfer für deinen Film auszunutzen. Wir drehen diesen Film zusammen. In letzter Zeit machen wir fast gar nichts mehr zusammen. Nur wir zu zweit. Heimer. Every time I turn around, there you are with Robert. I can't seem to get a second alone with you. Wir sind jetzt allein. Was war das denn? Und ich denke immer an dich und Robert. Du hast Linda gefragt, ob sie beim Film mitmacht. Wir brauchten Hilfe. Und sie ist eine Freundin, so lernt ihr euch auch mal kennen. Nur, manchmal fühlt es sich an wie eine Verschwörung gegen mich. Stimmt nicht. Ja, das kann ich jetzt aber auch verstehen. So an? Ja, aber es stimmt nicht. Erzähl mir nicht, problematisch. Wie ich fühle, Mann. Reime, ich kann das alles nachvollziehen. Wir können darüber reden. Aber gerade läuft uns die Zeit davon und ich will einfach nur ganz schnell fertig werden. Und dann von hier verschwinden. Und wenn wir fertig sind, ist zwischen uns wieder alles genau wie früher. Pessimistisch? Nein, anerkennt. Wir sind nicht pessimistisch. Okay. Ja, klar. Wir gehen mit Situationen um, wenn wir damit umgehen und danke. Haben keine direkten Vorurteile gegenüber irgendwelchen Situationen, die vielleicht sein können. Wenn wir später nicht reden können, dann ist das nun mal so. Aber das brauchen wir ja nicht heraufbeschwören. Und warten wir draußen? Geh schon. Ich komm gleich nach. Versprochen. Mach mich nicht eifersüchtig auf eine abgetrennte Hand. Ha. Huh. Sollte ich das denn tun? I. Ich weiß trotzdem nicht, wie schön das ist, wenn da so echte Teile rumliegen. So Set und sowas ist ja immer eine Sache, aber... Geister. Es wurden aufgeweckt. Werden jetzt alle in die Kamera gesaugt. Jetzt steht auch alles auf, ey. Okay. Schade, dass sie das nicht auf Film haben. Weil das wird später schwer zu erklären. Nimm's schnell noch auf, solange es noch da ist. Zur Hölle geht er ab. Okay. That escalated quickly. Helfen, ja, auf jeden Fall helfen. Was zur Hölle? Ja, ich glaube, wir helfen nicht mehr. Aber wir können nicht sagen, wir haben sie im Stich gelassen. Also, ja. What the hell? Gerade waren wir noch einfach nur ein paar Trespassing Children und danach haben wir ein Portal zur Hölle geöffnet. Okay. Klar. Irgendwas? Wir sind wieder in der Gegenwart angekommen. Ich sehe nichts.
Ich sag euch, diese Tür ist Zeitverschwendung. Was immer da drin ist, ist wichtig genug für sie, um es mit diesem Ding zu sichern. Wir müssen es wohl lösen, um reinzukommen. Da ist ein freier Platz. Es muss ein fehlendes Stück geben, das dort reinpasst. Die grauhaarige ist Linda. Okay. Und die Jüngere. Wir machen uns alle auf die Suche nach dem fehlenden Zylinderbecher-Ding. Und der ist einfach ein Vollidiot. Den kann man ignorieren. Vielleicht gibt's im Innenhof noch irgendeine Art Hinweis. Warum sollte jemand einen Hinweis für sein extrem kompliziertes Schloss einfach preisgeben? Praktisch unmittelbar davor? Aber wie wär's damit? Ist er ein Magier? Guter Gedanke. Ich hatte nicht erwartet, dass das funktioniert. Als ob du es wusstest. Er hat einfach Glück. Ja, und Madison ist die Tochter von Bonnie. Das war die Schwester von Jaime, die uns da gerade gejoint ist im Stahlwerk. Die etwas Gothic-mäßig aussah. Und ja. Madison hat halt erst vor kurzem, oder eigentlich erst hier erfahren in diesem Haus, dass Linda, also sie vor uns, ihre Mutter gekannt hatte, die jetzt mittlerweile aber auch verstorben ist. Was haben wir hier denn? Movie Review, Murder Mill. Rezensiert auf dem zweiten höllische Begierden Fanfestival von eurem Korrespondenten Rabbit Hound. Auf den ersten Blick ist das größte Problem des Films seine unbeholfene Komposition. Murder Mill ist in etwa so ausgefeilt wie das Puppentheater, das deine Nichten und Neffen auf der Familienfeier im Wohnzimmer vorführen. Statt den Zuschauern Angst einzujagen, zeigt der Film lediglich, wie viele bessere Horrorfilme die Filmemacher bisher schon gesehen haben. Das ist allerdings recht typisch für dieses Genre. Tatsächlich ist das mittlerweile von Filmen, die auf Festivals gezeigt werden, nicht anders zu erwarten. Was jedoch ganz und gar nicht zu erwarten war, war das seltsame, beunruhigende Gefühl, das die Zuschauer der 22-Uhr-Vorstellung von der ersten Sekunde an befallen hat. Ich kann es mir absolut nicht erklären. Murder Mill zeigte den Zuschauern nichts, was sie nicht schon unzählige Male gesehen hatten. Doch im Laufe des Films verstummten die hämischen Kommentare der Kritiker des Genres. Sie wanden sich vor Nervosität auf ihren Sitzen und vergruben ihre Gesichter in den Händen. Unter den Zuschauern auf dem Rängen kam es wieder und wieder zu oftmals gewaltsamen Gefühlsausbrüchen. An diesem Abend war ein allumfassendes Gefühl der Angst zu spüren, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe und auch nie mehr erleben möchte. Glücklicherweise wurde die Vorführung von zwei Festivalsbesuchern unterbrochen, die erst auf andere Zuschauer und anschließend aufeinander losgingen und dieses unterdurchschnittliche Filmerlebnis so zu einem wahren Albtraum werden ließen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich war, aus diesem Kino raus zu sein. Ist es fair, einen Film zu bewerten, den man sich nicht zu Ende angesehen hat? In diesem Fall schon. Ich habe auf jeden Fall genug gesehen, das könnt ihr mir glauben. Habe ich vor, mir den Film noch einmal anzusehen, um ihn anständig bewerten zu können? Nein. Und das liegt hauptsächlich an dem unterschwelligen Gefühl der Angst, das während dieses Films geradezu von der Leinwand triefte. Ich weiß nicht, ob das irgendein Trick der Filmmacher war oder wieso was überhaupt funktionieren soll, aber... Wer sich etwas so abgrundtief Böses ausdenken kann, kann sicher auch einen besseren Film drehen. Das ist schwierig. Ich meine, also, wir wissen ja natürlich, oder wir vermuten ja sehr stark, dass es mit diesem Film irgendwas Übernatürliches auf sich hat. Und wir haben es ja gerade auch gesehen. Und es wird ja auch schon sehr klar angedeutet. Aber das mal da abgelassen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das ein ganz normaler Film ist und jemand keine übernatürlichen Erklärungen sucht, dann... ist es doch gerade, wenn ein Film sehr viele Gefühle hervorbringt, sehr gut für diesen Film. Weil je mehr Gefühle ein Film hervorbringt, desto besser ist er. Es ist jetzt egal, also es kommt natürlich darauf an, was für ein Genre es ist, was für Gefühle er hervorbringen soll. Ein Horrorfilm ist ein schlechter Horrorfilm, wenn er sehr viele Liebesgefühle hervorbringt, weil... ich meine, das kann damit einfließen, aber in erster Linie ist Horror dafür da, um Angst, Nervosität, Adrenalinrausche hervorzubringen. Und das scheint dieser sehr gut zu machen, deswegen müsste es doch der perfekte Horrorfilm sein.
Weil jemand, der sich einen Horrorfilm anguckt, muss doch mit sowas rechnen. Aber wie er schon sagte, natürlich, das ist ein übernatürlicher Film. Der Film ist eigentlich an sich schlecht, sorgt aber trotzdem dafür, was merkwürdig ist. Und natürlich nicht natürlich. Was haben wir hier denn sonst noch so? Was ist das? Ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Hat man nicht schon so einen großen? Was sagt man über Schlüssel? Da muss ein Schloss in der Nähe sein. Naja, nicht unbedingt in der Nähe. Keiner wirklich. Nee, das, was man sagt, ist, zu jedem Schlüssel gehört ein Schloss, was stimmt. Ja, auch nicht unbedingt. Ich könnte jetzt auch einen Schlüssel anfertigen, zu dem es kein Schloss gibt. Aber in der Nähe auf jeden Fall nicht. Könnte mein Schlüssel, wenn ich den sonst wohin mitnehme, wenn ich irgendwo hinfahre. Für einen Filmstreifen. Ist ja auch nicht in der Nähe, wo er hingehört. Long Island Auktionshaus. Rechnung. Augustine Lieber. Okay, so, das ist so dieser Schatten. Garant Manor. Oder Garant Manor. Charge 106. Beschreibung 8mm Film. Kinokult selten. Menge 1. Preis 10.120. Natürlich doch 20 Cent US-Dollar. Gesamtsteuer 2024 US-Dollar. Fälliger Betrag 12.144,20 US-Dollar. Warum die 20 Cent? Hätte man sich auch schenken können. Bei dem Betrag. So, wenn es jetzt irgendwie was Steuerliches prozentual damit zu tun hätte, okay, aber nein. Das ist irgendwie das genaue Gegenteil. Eine Figur. Die kenne ich nicht. Also, ist natürlich auch wahrscheinlich irgendein Monster aus Dead by Daylight, aber die habe ich noch nie gesehen. Haben wir hier? Achso, das war die Rechnung. Ja. Schlüssel. Und jetzt? Wo hatten wir denn eine verschlossene Tür? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben nur dieses eine Ding da, aber ich glaube, da brauchen wir irgendwas anderes für. Oder nicht? Ich glaube nicht, dass da ein Schlüssel reinpasst. Sieht mehr aus, als würden wir so eine Spule benötigen, die da in die Mitte muss. Also hier fehlt auf jeden Fall irgend so ein Mittelstück und das ist kein Schlüssel. Ja, haben wir irgendwo eine... Irgendwas Verschlossenes hier? Vielleicht das? Was ist der Schlüssel? Freischalt? Da fehlt doch etwas. Das ist in der Tat der Fall. Finde das fehlende Teil des Dioramas. Das kann jetzt auch sonst wo sein. Keine Ahnung, sollen wir uns jetzt alles angucken? Was so Seltsames muss wichtig sein. Kann ich es machen? Was passiert da? Ja, probier's doch. Also, ja, gut, dem fehlt auch noch was. Da war auch was. Dem fehlt irgendwie so irgendwas, was man dem in die Hand stecken kann. Naja. Ich sage ja, das Ganze ist hier eher wie ein Escape Room aufgebaut. Das habe ich aber von Anfang an gesagt. Das ist so Murder Mystery. Was haben wir hier denn? Du kommst mit, Freundchen. Okay. Ich glaube, das kommt ins Diorama, aber haben wir hier sonst noch irgendwas? Wir konnten ja nicht raus, ne? Wir haben hier auch noch diesen Überwachungsraum. Hier war aber ansonsten auch nichts. Also ja, klar, Zeitmaschine, Pläne oder sonst was. Kameras. Ist irgendwas auf den Kameras zu sehen? Nur eine davon ist nicht an. Was Augustin da wohl aufbewahrt? Was passiert mit der Kamera? Die rastet so richtig aus, obwohl ich die Maus kaum bewege. Also ich kann durch keine Tür wieder raus, ne? Anscheinend nicht. Hey, Freunde. Holy shit. Na gut, geh halt einfach durchs Geländer. Ich meine, props to you, dass du mir ausweichen wolltest, aber du brauchst ja nicht direkt die Gesetze der Physik brechen dafür. Hätte ich auch vorlassen können. So, Baum. Stell den Baum dahin. So, und das kommt jetzt in diese Figur.
Vielleicht ist er von der Statue des kleinen Kerlchens. Ja, würde ich mal behaupten. Und da ist dann das Ding drin. Eine reine Schnitzeljagd hier. Aber so funktionieren ja auch viele Escape Rooms. Sein Hammer. Wieder vereint. Tada! Gut, schließen wir das Tor auf. Haben wir denn die Kombination dafür? Oder reicht das, es einfach da rein zu tun? Ich glaube, man braucht auch eine Kombination. Was wartet wohl hinter der Tür? Will ich das überhaupt wissen? Ja, jetzt pack's da rein. Vielleicht ist da ein Muster. Aber es geht mir nicht in den Kopf. Oder sind es die Köpfe? What are you talking about? Ich würde sagen, Haus. Jetzt nimm das mittlere Ding bitte in die Hand. Mittel. Ne? Baum. Rechts. Hammer, ja. Das waren doch die Gegenstände, die wir brauchten. Open Salami. Das war nicht so schlimm. Ja, und wie wollte ich jetzt in diesem Raum verstecken? Ihr könnt ihn ja nicht von außen abschließen. Also, von außen schon, aber nicht von innen. Sehr viele Reliquien über Monster von Dead by Daylight. Tja. Wenn du dir Einblicke in Augustins Gedankenwelt erhofft hast, ist doch, was du wolltest. Hurra. Ich weiß nicht, was Hurra. Ich erwartet habe, Hurra. Aber das nicht. Der Pumuckl ist wieder da. Pass auf. Los, wir schauen uns um. Was können wir uns denn alles ansehen? Das hier. Oh, wie aufmunternd. Ich meine, sie will ja nicht ohne Grund so einen mysteriösen Horrorfilm kaufen, ne? Shit, keine Ahnung. Etwas Überirdisches, so viel steht mal fest. Sind das all die Sachen, die wir bisher auch gefunden haben? Nee, ne? Nee. Wäre ganz cool, aber hier ist irgendwo Loot. Hey, Linda. Meine Loot-Senses. Nein, Loot. Meine Loot-Senses springen an. Loot! Ein Zinnsoldat. Guck mir hier überhaupt nichts an, bis ich nicht alles angeguckt habe, was ich mir selber angucken kann. Press to play. Berühren. Ich melde mich vom Trade Winsky in der Texas Avenue, wo wir Zeugen wurden. Wir sind Zeugen einer Art Protestaktion oder... Ich weiß es nicht. Ich kann derzeit nur berichten, dass es mehrere Angriffe auf gewöhnliche Bürger sowie auf Polizisten und Sanitäter gab. Es ist nicht eindeutig, zumindest nicht für uns, was der Auslöser für diese Situation war. Aber ich bestätige, dass es im Innern des Kinos begann. Es wird berichtet, dass okay. Ein Mitarbeiter bei der Vorführung von Murder Mill totgetrampelt wurde. Von hier aus sehe ich beträchtliche Schäden in der Umgebung und die Polizei versucht noch immer, die Menge unter Kontrolle zu bringen. Okay, oh, okay, oh nein, okay, gerade wird hier jemand verhaftet und mehrere Personen stürmen von allen Seiten auf die Polizisten zu. Oh mein Gott, oh, oh mein Gott, okay, okay, das war eine Explosion! Eine Explosion! Ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Oh, oh Gott! Die Polizei hat das Feuer eröffnet! What the fuck? Ach du Scheiße. War das aus der gleichen Vorstellung wie die wir da gelesen haben? Ich habe den Anfang nicht ganz aufgepasst, bei welchem Festival das war. Aber es gab ja mehr als eine Vorstellung, das wissen wir ja auch schon. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es die gleiche Vorstellung wie aus dem Bericht da war, weil... Also, ansonsten wäre der Bericht ja sowas von untertrieben gewesen. Berühren. Abgeschlossen natürlich.
Können wir sonst nichts angucken? Hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Das hier. Engelsstatue oder irgendwie sowas. Das ist ja alles wie ein Filmset hier. Eher wie ein Museum, ne? Arcadian Demon. Der Akkad-Dämon. Mesopotamien. 23. Jahrhundert vor unserer Zeit. Statue aus dem Reich von Akkad. Die Keilschrift auf den bruchstückhaften Tontafeln, die in ihrer Nähe gefunden wurden, lässt vermuten, dass sie einen mythologischen Dämon darstellt. Seine Anhänger glaubten, er würde ihnen als Dank für ihre Hingabe übernatürliche Mächte verleihen. Sie beschützen und ihre Feinde vernichten. Aber was heißt hier vor unserer Zeit? Ist das nicht einfach vor 23. Jahrhundert vor Christus? Weil, also, ich weiß nicht, was BCE ist. Also BC ist Before Christ. Aber BCE habe ich noch nie gehört. Deswegen, I don't know. Und ich weiß auch nicht, was dann mit vor unserer Zeit gemeint ist, weil, keine Ahnung. Haben wir hier sonst noch irgendwas, bevor wir da mit ihm reden können? Können wir hier durch? Die Tür offen? Auch abgeschlossen. Hier ist diese Maske von... Das ist doch die Maske von, die Frank Stone getragen hat, ne? Getrocknetes Blut? Ja, wenn man es halt so gefunden hat. Ich sag ja, das Ganze ist eher ein Museum als ein Filmset. Warum sollte es nicht echt sein? Das ist ganz offensichtlich echt. Hast du mit dir mal das Haus angeguckt und wie das hier alles zugebaut, also verschlossen ist? Das wollen wir noch nicht öffnen. Alle Türen sonst abgeschlossen. Okay, und auf dem Tisch liegt noch etwas. Habe ich mal durch? Danke. Old of Fear, Justin Jeffrey. Eine Herde in Angst. Eine der dunkelsten Reisen, auf die Justine Jeffrey uns jemals mitgenommen hat. Das Ende wird sie noch Tage später erschaudern lassen. Die New York Gazette. Das Amerika der 60er Jahre steckt in einer tiefen Krise. Eine Gruppe Idealisten baut unter der Leitung ihres charismatischen Anführers eine neue Gesellschaft auf, um den politischen Turbulenzen dieser Ära den Rücken zu kehren. Innerhalb kürzester Zeit schließen sich hunderte Gleichgesinnte in der verzweifelten Hoffnung auf ein besseres Leben der Herder an. Doch um eine perfekte Welt zu schaffen, bedarf es mehr als Mantras und einer positiven Einstellung. Es dauert nicht lange, bis die persönlichen Probleme der Herde ihr Paradies zu zerstören drohen. Und dann kommt alles plötzlich noch viel schlimmer. Die Herde wird von Angst gepackt, was auch immer es auf sie abgesehen hat. Mit wohlwollenden Gesängen werden sie nichts dagegen ausrichten können. Hat ihr Anführer sie alle hintergangen, um seine eigenen Ziele zu verfolgen? Oder gibt es da draußen noch etwas anderes, womöglich etwas unvorstellbar Tödliches? Herrlich trashig. Rezension des Verlags. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es auch trashige Horrorbücher gibt. Wenn wir das jetzt alles vorlesen, ist das relevant? Kapitel 28. Manifestation. Vor ein paar Stunden wäre die Rückkehr in die Siedlung ihr noch ein leichtes gewesen, doch mittlerweile hatten die Sturmwolken jegliches Sternenlicht geschluckt. Der peitschende, ohrenbetäubende Regen und die schrille Rufe der Krähen, hämischen Gelächter gleich, machten es unmöglich zu sehen oder zu hören, ob jemand Beatrice auf den Fersen war. Egal wie weit sie sich von der Bühne entfernte, sie schienen ihrem Krächzen nicht zu entkommen zu können. Nicht entkommen zu können, ja. Doch wenigstens übertönte es das furchtbare Schmatzen, das Gleiten, die Schreie. Sie spürte, wie sie den Halt verlor. Der viele Regen hatte den Sand glitschig werden lassen. Beatrice schrie, als sie mit dem Gesicht voraus auf den schlammigen Boden fiel. Sie war so schnell ausgerutscht, dass sie nicht rechtzeitig den Arm hatte heben können, um ihren Sturz abzufedern. Als sie nach dem Aufreifall zweifelt um Luft rang, spürte sie auf einmal ein Brennen in ihrer Hand. Sie hatte sie sich an einem scharfen Stein aufgeschnitten. Sie wollte schreien. Hatte ihr das Schicksal denn nicht schon übel genug mitgespielt?
Doch sie wusste, dass sie jetzt nicht verzweifeln durfte. Wusste, dass sie aufstehen, weitergehen und irgendwie einen Weg zurückfinden musste. Sie rappelte sich widerwillig auf und ging zögerlich ein paar Schritte. Sie stellte mit Entsetzen fest, dass der Knöchel, mit dem sie umgeknickt war, ernsthaft verletzt zu sein schien. Aber sie stürzte sich dennoch wieder in die dröhnende Dunkelheit. Sie durfte unter keinen Umständen stehen bleiben, auf gar keinen Fall, denn sie wusste nicht, wo das Ding war, das Stamper gerufen, beschworen, geschaffen hatte. Sie hatte noch lebhaft vor Augen, wie es aus dem Schlamm auferstanden war und Ron in Stücke gerissen hatte. Sie erinnerte sich an seinen verzweifelten Blick, als er sie angefleht hatte, zu fliehen, bevor es ihn dreigeteilt und das Feld ins Chaos gestürzt hatte. Das ist genau das, was mit Chami gerade passiert ist. Sie hatte getan, wie ihr befohlen, und war so schnell gerannt, wie sie nur konnte. Sie hatte das grauenhafte Geschehen hinter sich hören können, hatte sich jedoch nicht umzudrehen gewagt. Beatrice konnte erst die Steigung und schließlich ein paar vereinzelte Grasbüschel unter ihren Füßen spüren. Sie stützte sich mit ihrer blutigen Hand am Boden, um den Weg zu erführen. Die Klippen. Bis zur Siedlung war es nicht mehr weit. Wenn sie sie erreichte, konnte sie Alarm schlagen, um Hilfe zu rufen. Die anderen retten. Fliehen. Sie versuchte, sich zu beruhigen, während sie sich dem gefährlichen Pfad entlanghangelte. Sie atmete behutsam durch und hielt sich an dem Felsen fest, während sie sich vorsichtig ihren Weg bahnte. Ach du meine Güte, ey. Ja, es scheint keine wirkliche Rolle hier zu spielen. Also, wer will, kann das Video hier gerne auf Stopp machen und sich das selber einmal durchlesen. Ich scrolle auch einmal nach ganz unten, dann könnt ihr auch alles lesen. Und ja, ich will hier jetzt nicht so viel Zeit verschwenden, einen Roman zu lesen oder einen Teil eines Romans, der gegebenenfalls eh keine Rolle für unsere Geschichte spielt. Auch wenn es natürlich ein paar Gemeinsamkeiten zwischen dem und was gerade passiert ist, gibt. Das hatten wir uns schon angeguckt. Wir können jetzt mit dir reden. Sagen die dir irgendwas? Ja, tatsächlich. Das ist genau wie in meinem Film. The Prophecy of Pain. Nachdem sie die Grabkammer öffnen? Oh, ja, absolut. Es ist wirklich ganz genau so. Er kennt nur diesen einen Film. Es gibt kein Grab in The Prophecy of Pain. Oh, ich... Ja, sorry. Hab's verwechselt mit einem der anderen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt's in keinem meiner Filme irgendwelche Gräber. Alte Flüche und dieser ganze Fantasy-Kram waren nie mein Fall. Aber das weißt du alles, weil du so ein Riesenfan von mir bist. Okay, also... Du hast keinen einzigen meiner Filme gesehen, oder? Ich bin ein Fan deiner Reputation. Klar. Was Filme angeht, bin ich ehrlich gesagt eher so der Boom! Ratatatatatata! Typ. Action. Unterhaltung. Cliff Burra. Meine Filme untersuchen die Wurzeln des Bösen im Herzen der Menschen. Dir sind sie wahrscheinlich nicht unterhaltsam genug. Aber jetzt, wo du aufgeflogen bist, verrat mir doch bitte, so wie du wirklich an den Film bekommst. Sie sind zu hoch für ihn, er. Tja, wenn du das unbedingt wissen willst, wirst du mir im Gegenzug etwas anbieten müssen. Ihr Freundschaft anbieten, das ist ihm doch scheißegal. Schelmisch, eine kleine Wette. Sollen wir es interessant machen? Wie denn? Eine kleine Wette. Wette? Wenn ich gewinne, verrätst du mir alles. Und sonst? Dann kriegst du mein Stück vom Film. Deal. Der Deal steht. Keine Rückzieher mehr. Meine Güte, wir sind doch nicht 12. Was ist die Wette? Münzwurf? Klar, aber ich sag ihn an. Ich sag an oder ich bin raus. Also gut. Was darf's sein? Kopf. Kopf. Nun, so ist das Leben. Wir hatten einen Deal.
Warte. Nein, nein. Toll. Wirklich toll. Hey, war doch ein Versuch wert. Eine gezinkte Münze bringt aber auch nichts, wenn man ansagt. Yep. War jeden Penny wert. Naja. Nichts gewonnen und nichts verloren. So, das hier machen wir auf. Ziehen. Ich dachte, da wäre eine Pistole drin, ey. Nein. Unmöglich. Das kann nicht sein. Unsere alte Kamera. Hey, Linda. Lag. Das solltest du dir ansehen. Was ist das? Es lag einfach hier, so aufgeschlagen. Emblemeter. Talismane. Bergen Quellen großer Macht. Emblemate. Viele Formen annehmen, manifestieren sich oft als Andenken früherer Opfer. Opfer. Andenken früherer Opfer, die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Aber es muss für Augustin wichtig sein, wenn sie die Seite offen ließ. Vielleicht ist... Hi. Robert? Sicherheitspersonal. Einmal voll ins Knie treten. Sheriff Green. Warum geht der denn direkt auf die Leute los? Ich meine, klar, wahrscheinlich denkt er, sie wären Einbrecher, aber Perilous Place. Cedar Steel Mill 1980. Holen wir lieber den Rest der Crew? Er hinterfragt schon gar nicht mehr, was sie ihm erzählen. Ich meine. Ja, einer ist tot, die andere ist in einer anderen Dimension. Robert kommt gleich raus. Er muss doch in seinen süßen kleinen Kopf reingehen. Bonnie. Er kann nicht ewig ein kleines Muttersöhnchen sein. Bonnie. Hm? Langsam wird's echt kalt. Lass uns die anderen holen und abhauen. Oh. Kalt. Ja. Dagegen habe ich doch was. Taschenwärmer. Nee, sollten lieber nicht. Danke, aber ich sollte auf Arbeit nicht trinken. Sicher? Das ist vor allem nicht das Problem. Wenn es kalt ist und man trinkt, dann wird man schneller krank, weil man mehr Körperwärme abgibt, als wenn man keinen Alkohol drin hat. Auch wenn man sich wärmer fühlt. Ups, mir ist kälter geworden als gedacht, als ich euch bis hierher gefolgt bin. Ich kenne meine Grenzen. Ich habe sie die ganze Zeit gespürt, als ich die letzten Wochen zu Hause war. So schlimm kann Zeit mit der Familie doch nicht sein. Das kann auch nur jemand behaupten, der meine Familie nicht besonders gut kennt. Ich habe viel Zeit mit Jaime verbracht. Jaime ist... Oh, er kann okay sein. Er muss endlich erwachsen werden. Du musst ihn überreden, nach der Schule Cedar Hills zu verlassen. Brauchst du dir keine Sorgen mehr drum machen. Er nicht hier bleibt. Weiß nicht, ob Jaime sich hier ein anderes Leben vorgestellt hat. Er denkt nicht so weit voraus. Selbst wenn er es nicht tut, du musst. Was, gehen? Ja. Ich meine, außer es gibt irgendeinen geheimen Grund, warum du hier bleiben willst? Ja, komm, verspielt. Und wieso geht dich das was an, Bonnie Rivera? Hey, wenn ein Kaffee dieses eine Sache zu bieten hat, dann ist es brühwarmer Klatsch und Tratsch. Warum hast du Cedar Hills nur so? Du warst praktisch das Stadtmaskottchen. Oh, damals dachte ich noch, die Welt beginnt auf der Hauptstraße. Das ist nicht unbedingt was Positives. Achse und endet wieder auf der Hauptstraße. Als ich nach New York zog, verstand ich... Die wirkliche Welt beginnt auf der Canal Street,
bewegt sich zwischen Avenue C und Westside Highway und endet auf der 14. Cedar Hills kommt darin gar nicht vor. Wie läuft's mit deiner Band? Ich würde euch wirklich gern mal live sehen. Futsch, Schluss aus, Ende. Sorry. Schon okay. Bands eben. Mir ging's eh nur um die Mädchen. Aber ich machte den Fehler, ein Mädchen aus meiner Band zu daten. Oh. Sie war cool, aber als sie hörte, dass meine Heimreise länger dauert, haben sie und die Band ohne mich weitergemacht. Ja. Du hast was Besseres verdient. Ich meine, man kann es ja auch überbrücken. Ja. Aber man muss nicht direkt ersetzen oder komplett rauswerfen oder sonst was. Vielleicht sollten wir die anderen suchen. Kompromisse finden. Bist du sicher? Ich komme gerade in Fahrt. Ja, bin ich. Loot! Sobald Mom nach Hause kommt, heißt das nichts wie weg für diese Chica. Nichts wie weg. Tschüss, ciao und war mir ein Vergnügen. Ich kapier's nicht. Ich verlasse Cedar Hills. Endgültig. Oh. Wir haben die Kurbel rangelegt. Oder war die schon vorher da dran? Wir haben auf jeden Fall eine Kurbel. Komm hier rüber! Loot! Kann ich verstehen. Wieder in die Stadt? Wo sollte ich denn sonst hin? Gibt ja auch andere Städte, oder? Loot. Nee, nur die eine. Ein Drache. Nee, eine Ratte. Was hast du davor? Doch fast das Gleiche. Was ich immer mache. Rumspinnen, ablosen. Vielleicht Filme drehen. Ach ja? Ja, klingt nach Spaß. Manchmal schon, ja. Wo habt ihr eigentlich die Kamera her? Oh, das ist nicht meine. Sie gehört Reime. Aber jetzt frage ich dich. Aus einem Kuriositätenladen in der Stadt. Hm. Gab dann wohl nur die eine. Ja. Ist doch nicht schlimm. Auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, ihr werdet gleich ziemlich verstört werden. I'm very sorry. Ich wollte nur helfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hey! Leute? Das ist aber auch in einer echt miese Situation. Hallo! Entweder man hilft oder man stirbt. Wo sind denn alle? Entweder man läuft oder man stirbt, so. Also entweder man ist ein Feigling, was später auch eventuell nachträglich sein könnte. Oder man liegt einfach tot und dreigeteilt auf dem Boden. Ist hier denn sonst noch irgendwas, weil ich ja gerade nicht so ganz erkunden konnte? Hier durch vielleicht? Eine weitere Puppe. Ein Clown! Den kenne ich auch nicht. Aber wie gesagt, das sind alles Mörder. Oh, mal können. Nett. Kann man die eigentlich alle aufziehen? Ich habe, glaube ich, nicht alle umgedreht. Oder? Ich weiß es nicht. Ja gut, dann begeben wir uns jetzt mal zum Anfang eures Traumas. Chris ist leider in einer anderen Dimension, sollte der Schlüssel dafür gewesen sein. Der Schlüssel ist wohl mitgeflogen, leider. Verdammter Mist, ey. Oh nein. Reime? Bonnie, Reime? Brüderchen. Das ergibt doch keinen Sinn. Naja, wir sollten herausfinden, was passiert ist. Bonnie,
Lass uns Chris und Robert fragen, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob wir hier sicher sind. Oh, Scheiße! Dort! Was ist das? Das ist das, was Frank Stone mit seinen Opfern... Oh, Scheiße! Das ist vielleicht ein Nachahmer! Wir müssen los! Nein, nicht ohne Reime! Bonnie, wir müssen los! Sofort! Oh je. Lauft. Film ist nicht schlecht. Laufen ist besser. Was? Lauf, na los! Aber wir wissen ja, die beiden können nicht sterben, ansonsten würden die Geschehnisse in der Gegenwart nicht stattfinden. Machen, um die Kamera zu bewegen. Was soll das denn? Was soll ich denn jetzt mit ihm machen? Kann ich ihn da... Okay. Das ist eine sehr effektive Kamera. Finde einen Weg hier raus. Ja. Was zum Teufel war das? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Mit Rechtsklick kann ich die Kamera wieder bereit machen. Ja. Haben wir irgendwo Loot? Rufe den Fahrstuhl nach unten. Was für ein Fahrstuhl? Nimm die Treppe. Never mind. Diesen Fahrstuhl hier meinst du? Das würde ich aber nicht als Fahrstuhl bezeichnen, das ist eher eine Hebebühne. Außerdem ist sie kaputt. Wenn ich es da hochschaffe, komme ich raus. Wie komme ich da hoch? Wenn du nicht anfangen willst zu klettern. Diese andere Sache ist, nach allem, was jetzt schon passiert ist, finde ich es ein bisschen geschmacklos, dass die trotzdem den Film produziert haben. Ich meine, könnte dann auch, natürlich auch im Andenken derer geschehen sein, die gestorben und verschwunden sind. Aber trotzdem. Okay, wir brauchen irgendein Teil. Natürlich brauchen wir irgendein Teil. Und wo kriegen wir das Teil her? Von hier anscheinend. Wir wissen auch, dass es genau das ist, was fehlt. Und das liegt hier natürlich auch rein zufällig rum. Naja. Ach, jetzt wird's kritisch mit dem Generator. Jetzt darf ich nicht failen. Jetzt bin ich aber auch darauf vorbereitet. Sehr gut. Halt die Kamera bereit. Jetzt können wir den Fahrstuhl nach unten rufen. Hoffentlich. Betätige den Fahrstuhl. Jetzt kommt! Scheiße! Einfach draufhalten.
einfach draufhalten, nicht ablenken lassen, nicht ablenken lassen. Fuck! Nein! Es kommt! Nein, nicht ablenken lassen. Schön draufhalten. Puff. Der Fahrstuhl bald mal unten. Scheiße. Ich hör's. Schön draufhalten. Nein, aus. Ich halt weiter drauf. Nein. Puff. Ja, dann kletter doch mal da hoch. Auf die Hebebühne klettern. Ja, dann fang an zu klettern. Go, go, go. Go, go, go. Und ab nach oben. Ich weiß zwar nicht, warum der mir hier oben nicht hinterher folgen könnte, können sollte, wie auch immer. Aber okay. Es ist weg. Ist es so? Ich muss Bonnie finden. Loot? Ein Loot? Bonnie? Hast du mich im Stich gelassen? Exit to rear yard. Okay. Loot? Loot? Erstmal zum Loot balancieren. Loot. Gib mir Loot. Alles Loot haben, was ich finden kann. Open. Was haben wir hier? Diamantenschatten. Was? Diamantmanschettenknöpfe. Meine Güte. Sag das dreimal ganz schnell hintereinander. Jetzt springen wir einfach hier runter. Okay. Und du? Ist hier sonst noch irgendwas? Ich würde hier auch gerne erstmal ein bisschen erkunden gehen. Also Loot haben wir ja schon gefunden, aber vielleicht gibt es hier noch andere Easter Eggs. Oder wir haben halt hier noch eine Kiste, wo wir einmal unsere ganzen Sachen uns angucken können. Das, was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir schon so viel haben. Ich meine, offensichtlich fehlen uns drei, wo eins ist, weiß ich ja. Aber ja, ich dachte eigentlich, das Spiel wäre auch wieder ein bisschen länger. Weil wir sind ja jetzt gerade mal so bei zwischen 4 und 5 Spielstunden. Ich dachte eigentlich, das wird doppelt so lange gehen, aber zumindest den Sammelobjekten nachzuurteilen, sind wir jetzt schon fast am Ende. Jetzt bleibst du da so in der Tür stehen, das war sehr creepy. Und wir sind wieder in der Gegenwart. Linda Castle. Ja. Aber ich glaube, bevor wir hier diese Frage beantworten, machen wir hier erstmal wieder Pause. Zurück zum Hauptmenü. Hier kann es dann beim nächsten Mal weitergehen. Gut. Wir sind bei Kapitel 8 und wir können natürlich auch gucken, ob wir vielleicht am Ende auch nochmal ein paar andere Sachen uns angucken, wie eventuell Sachen hätten laufen können. Ich werde wahrscheinlich kein komplettes zweites Playthrough machen, aber ich glaube, wir können uns vielleicht, wenn noch Zeit im Spooktober ist, das ein oder andere, ja, die ein oder andere alternative Entscheidung anschauen. Aber ja, damit bedanke ich mich, wie immer, erstmal fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen, schauen soll. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei The Casting of Frank Stone. Bis dahin. Bye bye.